Ja, so hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Viele von euch wollten ja das sehen, also wie ich hier meine, wie ich meine Begattungseinheiten verstärke. Die habe ich ja in der Folge 26 gebildet mit so ungefähr 2 Brutwaben. Ich verlinke euch das hier mal oben, einfach das Video nochmal. Und ja, das mache ich jetzt. Also wer mir auf Instagram folgt, der hat schon gesehen, ich habe gestern Abend, gestern Nacht die restlichen Bienenvölker aus dem Schwäbischen Wald geholt. Habe dann bei der Honigernte im Prinzip gleich Kunstschwärme gemacht. Hier in diese klassischen Behälter. Und welche, wo schon länger dabei sind, wissen das mit meiner Abkehrmaschine. Ganz simpel, ganz schnell. Hab da, wie gesagt, diese Kunstschwärme gemacht. Und mit diesen verstärke ich jetzt diese Begattungseinheiten. Also weil ich gerade gesagt habe, heiß. Also der Blechdeckel ist heiß, aber wir haben ja hier die Isolierung und diesen Futterdruck nochmal drunten. Also ihr seht es ja auch an den Fluglöchern, die Bienen, wir haben es jetzt Mittag, also wärmer wird es heute nicht mehr. Lagern eigentlich auch nicht vor, also die sind da innen ganz zufrieden. Ja, also wie gesagt, starten wir. Ich hole eine neue Kiste, die habe ich da hinten im Schatten stehen. Was ich jetzt schon bei der Erstellung gemacht habe, ist die mit Milchsäure eingesprüht gegen die Varroamilbe. Dann kommen auch kommen nicht viele Milben mit jetzt in diese Jungvölkchen. Und dann werde ich die eigentlich erst Ende September nochmal anschauen, ob wir da noch eine Behandlung machen oder auch nicht. Also nochmal zur Erinnerung, die sind ja im brutfreien Zustand vor 2-3 Wochen auch mit Milchsäure behandelt worden. Ja, ich habe es mir alle gerade auch noch mal angeschaut. Ne, alle Königinnen haben ein schönes Brutnest. Ganz da hinten habe ich ja noch vom letzten Video, das verlinke ich euch auch mal kurz hier, habe ich ja die dunkle Biene eingeweißelt im Kunstschwarm. Das funktioniert auch alles, habe ich nachgeschaut. Königin freigefressen, Stifte da, alles zufrieden. Ja, und dann fangen wir jetzt mal an. Ich hole mal eben so eine Box. Also vom Prinzip ganz einfach. Hier ist ja, habe ich auch ein bisschen Futter noch drin, weil ich die über Nacht stehen hatte. Und ich wusste jetzt nicht, ob ich heute gleich dazu komme, die zu verarbeiten oder zusammenzusetzen. Deshalb habe ich einfach kurz Futter gegeben. Ich bei mir mache das eigentlich ganz einfach. Ich schiebe wie beim Füttern den Deckel nach vorne, dann habe ich hier das eine Abteil von meinem Nikofutterdruck. Dann schlage ich die einmal auf, dann liegen die alle unten drin, das macht denen ja nichts aus. Und dann schütte ich die hier einfach rein. Ne? Also wird es jetzt ein gutes Kilo sein an Bienen, das ich hier einsetze, mache den Deckel zu. Und das lasse ich einfach stehen. Da können die Bienen ja dann noch raus. Die fliegen sich dann hier noch zu irgendeinem Volk ein. Und dann sind die irgendwann mal ganz leer, die Boxen. Da braucht man gar nicht lang rummachen. Die Bienen krabbeln dann jetzt innen durch den Aufstieg, wie sie normal ihr Futter holen, nach unten in das Volk. Und das war es im Wesentlichen. Na, dann sind wir hier eigentlich durch. Was ich jetzt hier noch nicht gemacht habe, was ich jetzt die Tage machen musste, aber ich bin jetzt einfach noch nicht dazu gekommen, die brauchen noch mal eine Mittelwand. Ja, also die sind jetzt auf 2 bienenbesetzten Waben. Hätte ich euch zeigen sollen vorher, habe ich vergessen, wollte ich. Also es sind 2 bienenbesetzte Waben und dann noch eine dritte Wabe, wo so halb besetzt ist. Da muss noch eine Mittelwand dazu auf jeden Fall.
Und dann brauchen die auch Futter und dann wird es denen auch hier in meinen geteilten Tatanbeuten sehen, dann müssen die auch noch umgesetzt werden. Aber wie gesagt, einfacher wäre es gewesen, das vorher zu machen oder in Summe, aber ich bin da, wie gesagt, jetzt gerade noch nicht dazugekommen, aber das mache ich die Tage noch. Ja, ansonsten gab es eigentlich jetzt gerade nichts Großes. Ne? Im Bus habe ich noch die Honigräume drin, die lade ich jetzt noch aus. Da werden die noch geschleudert. Und dann haben wir ja zum Glück, ne, soll es ab Freitag die Temperatur sinken, ne, um auf so 25, 26 Grad. Optimales Wetter für die Behandlung mit dem Nassheiter Professional. Ich habe die Vögel gestern aus dem Wald geholt, die schaue ich jetzt nochmal durch und dann wird wahrscheinlich das nächste Video darum gehen, diese Behandlung mit dem Nassheiter Professional. Ja, wie gehabt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder wenn ihr auch Anregungen habt, was ein gutes Thema für ein Video wäre, auch gerne in die Kommentare. Und ja, ich freue mich jetzt langsam schon, ich freue mich jetzt schon, dass alle Bienen wieder daheim sind, dass im Prinzip fast alle Honig geerntet ist, dass das Thema auch vorbei ist. Und dann steht noch Füttern an und Varroa-Behandlung nochmal im September. Also es ist absehbar, dass das alles wieder entspannter wird. Ja, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Video und viel Spaß und freue mich natürlich über das Abo. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, macht es jetzt. Es freut mich auf jeden Fall. Daumen nach oben auch cool und Fragen in den Kommentaren auch super. Also bis dann, ciao.